Pilot deaktiviert. Oh, ich glaube, dieses Symbol kennt ihr noch gar nicht. Also die Symbole an sich waren ja für die Missionen, aber das Symbol sind Baumissionen. Die können wir noch lange nicht machen. Da fragt man halt an, was braucht ihr für Hilfe? Dann sagen die, wir hätten jetzt gerne in dem und dem Sektor die und die Station aufgebaut. Und um Stationen aufzubauen, braucht man so einen großen Transporter. Sieht so ähnlich aus wie das da, aber das ist jetzt ein Kampftitan. Das nennt sich nämlich Mammut, jedenfalls bei den Argonen. Ich guck mal ganz kurz, ob hier irgendwo einer im Sektor ist. Nee, leider nicht. Naja, da braucht man halt so einen richtigen Transporter. Am besten auch einen eigenen, weil sonst schafft man das zeitlich meistens nicht. Und dann kriegt man halt dafür zwar sehr viele Credits, aber es dauert auch eine ganze Weile und man braucht erstmal das Ansehen bei den Rassen, um die Station überhaupt kaufen zu dürfen. Ja, also wird für uns noch eine Weile dauern. Außerdem schafft man sich dadurch Konkurrenz, was man ja auch nicht unbedingt immer haben will. Oh, eine Nachricht. Ich dachte, die hätte ich ausgeschaltet. Leider scheint schon jemand vor mir hier gewesen zu sein. Oh, der Energietransporter hat seine Ware nicht verkaufen können. Na gut. Oh nee, er hätte sie nicht kaufen können. Jetzt kosten sie 15. Nee, das rentiert sich nicht. Handel, kaufe zum besten Preis hier. Und zwar in einem Radius von nur 1. XL Gamma. Gucke ich mal ganz kurz, ob sie das wirklich rentiert. Weil ich jetzt halt so einen kurzen Radius angegeben habe von nur einem Sprung, kann es sein, dass er die zu einem nicht so günstigen Preis kauft. Aber hier, 12 Credits, das ist perfekt. Sehr schön. Ja, der Computer weiß, was das angeht, doch meistens, was das Beste ist. Aber gerade am Anfang, wenn man diese halbautomatischen Händler einstellt, also wenn man zum ersten Mal dieses Kauf zum besten Preis, Verkauf zum besten Preis macht, sollte man darauf achten, einen kleinen Puffer zu haben. Denn ganz selten kann es mal vorkommen, dass er Waren einkauft zu einem ziemlich schlechten Preis und dann nicht wirklich viel Profit macht oder gar keinen Profit. Und dann hängt man da halt mit gar keinem Geld und das ist dann schon ein wenig ärgerlich. Also so 30.000, 40.000 Credits auf der hohen Kante sind da schon ganz praktisch, bevor man den Händler losschickt. So, wir sind im roten Schein. Wir wollen da hinten durch. Sinza an. Mein Besitz. Er ist inzwischen in Trantor. Ah, dieser unheimliche Sektor. Also ist erst nach oben geflogen, fährt jetzt nach links. Oh, und er ist da angekommen. Hat jetzt einen vollen Laderaum mit Energiezellen. Schöne Sache. Handeln, Verkauf, Energiezellen. 6. Oder mach mal 3. Die wird auch hier in der Nähe los. Ja, in derselben Zone zur Siliziummine. Deswegen sage ich ja, dieser Sektor ist extrem profitabel. Also die Gewinnmarge ist zwar nicht so hoch, aber dafür müssen sie sich fast nur einen Meter bewegen, so quasi, und werden sofort ihre Ware wieder los. So, jetzt sind wir, glaube ich, in dem Sektor mit den Satelliten. Wow, viel zu viele Erzbrocken. Viel zu viele Erzbrocken. Ich frage mich immer, wie die ganzen riesigen Transporter hier durchkommen ohne Probleme und Zeitverlust, aber ja. So. Gucken wir mal hier, es ist einigermaßen frei. Das heißt, ich kann ganz kurz gucken. Da ist die Satellitenfertigung. Das fliege ich doch lieber mal manuell an. Da traue ich dem Autopiloten nicht ganz so über den Weg. Gerade diese kleineren Brocken, da kann mal was passieren. Und wir haben echt so gut wie gar keine Schilder. So, da. Sie sprechen mit dem Positiv. Landeerlaubnis, jupp. Hui. An den Werbebannern vorbei. Ups, und ein wenig abbremsen. So. Ja, ein Ticken schneller, ein bisschen höher. So, das war doch mal eine saubere Landung. Andockvorgang erfolgreich. Wir hätten gerne zwei davon. Ja, der hat schon wieder fast keine Energiezellen. Oh, Moment mal, wir haben doch eine Ladung voll. Kommando abbrechen. Du fliegst mal jetzt bitte hier ganz unten hin. Das wird eine ganze Ecke dauern. Aber die Station scheint hier kein NPC-Händler anzufliegen und wir brauchen die Satelliten unbedingt. Also beliefern wir ihn selber. Das heißt, unser einer Merkur macht zwar eine ganze Zeit lang keinen Gewinn,
aber Ausrüstung ist allgemein eigentlich auch wichtiger als die Credits. Vor allem später. Später hat man so viele Credits, aber man hat halt keine Station, die man anfliegen kann, um die Waren zu kaufen, weil es halt nicht genug oder gar keine von denen gibt. Das heißt, es ist später eigentlich wichtiger, die eigene Station zu haben, um selber die Ausrüstung herzustellen, selber die Waffen herzustellen und so weiter. So, also wir haben jetzt 2 Satelliten mehr. Nicht wirklich viel. Ich würde ganz gerne jetzt unseren Superfrachter ausrüsten, um zu gucken, wie viele Credits wir noch über haben, um eventuell für uns auch noch einen Sprungantrieb zu holen. Das wäre ja schon ganz schick, wenn wir ein bisschen schneller vorankommen könnten. Ich fliege einfach mal in die ungefähre Richtung. Nur für den Fall, dass so 150.000 Credits überbleiben. Böser Asteroid. So, dadurch. Aber ja, zurück zu Phase 3, Planung und so weiter. Also wir rüsten jetzt unseren Superfrachter aus, machen ihn zum Sektorhändler im Energiezirkulum und lassen ihn da eine Weile rumfliegen. Solange bis er Stufe 8 ist. Je höher die Stufe des NPCs ist, desto mehr Sektoren kann er als Sektorhändler auch anfliegen. Also am Anfang kann er wirklich nur innerhalb eines Sektors bleiben. Den kann aber nach und nach kann man einen Sprungradius angeben, auch wenn er keinen Sprungantrieb hat. Und dann sucht er halt innerhalb dieses Radius nach dem besten Profit. Das heißt, später kann es sogar nützlicher sein, statt einem Universumshändler, einen Sektorhändler mit einer Reichweite von 5-6 Sektoren zu haben. So könnte man zum Beispiel, wie ich das sehr häufig mache, in Organ Prime einen Sektorhändler reinsetzen und sagen, du hast jetzt nur eine Sprungreichweite von 3. Das heißt, er kann nur 3 Sektoren weit springen. Was genau? 1, 2, 3 unten links ist. 1, 2, 3 oben, also unten rechts und oben links ist. Das heißt, der ganze Bereich hier zwischen wird abgedeckt. Das heißt, dieser eine Sektorhändler deckt den ganzen argonischen Raum ab und schafft dadurch auch für uns Ansehen. Und das gleiche macht man halt bei den anderen Rassen. Man sucht sich einigermaßen den Mittelpunkt, guckt dann, wie viele Sprünge braucht man zu den jeweiligen Randgebieten und gibt diese Zahlen ein. So kann man seine Händler einigermaßen aufteilen. Also man sagt dann, okay, 2 Händler sind für den argonischen Raum da zuständig, 1 Händler ist für den boronischen zuständig, einer für den Paraniden, einer für den Split und so weiter und so weiter. Anstatt dass man jede Menge Universumshändler haben, die überall kreuz und quer springen und teilweise dann von Piraten überfallen werden, weil sie durch gefährliche Sektoren fliegen und so. Muss ja nicht alles sein. So, abbremsen. Wo ist unser Supertransporter? Da. Er ist in Heimat des Licht. Und ist gerade angedockt. Sehr schön. Handeln. Wir hätten gerne... Erstmal verkaufen wir unseren 1 Megajoule Shield. Einmal Pfeil nach links, Enter und weg ist er. So, wir hätten gern Handelssoftware MK3. 500.000 Credits. Autsch. Oh, wir hätten auch noch gern den Schnäppchenfinder. Und den Verkaufspreisfinder. Und einen Sprungantrieb. So, jetzt haben wir noch 220.000 Credits. Aber er müsste jetzt soweit eigentlich ausgerüstet sein. Also ein Transporter wäre noch ganz nett, den habe ich ganz gerne. Um schnell zwischen den Schiffen hin und her zu wechseln, falls noch was ist. Aber das mache ich dann, glaube ich, später, weil 50.000 sind doch ein wenig happig. So, also er hat jetzt alles, was er braucht. Deswegen benennen wir ihn mal um. Du bist jetzt Merkur, Superfrachter, Sektorhändler. Und wir geben ein Kommandos, Kommandokonsole, Handel. Und jetzt sehen wir hier unten Starte Sektorhändler und Starte Universumshändler. Das ist jedoch grau unterlegt, können wir also nicht auswählen. Genauso wie diese Befehle hier 6 bis 9. Da steht Kaufe Ware zum besten Preis. Das ist ähnlich wie das halbautomatisch, was wir bisher gemacht haben, ist aber für Stationen. Also wenn wir jetzt eine eigene Station hätten, könnten wir dieses Schiff der Station zuweisen und sie würde dann immer wieder losfliegen und versuchen, eine Ware zum besten Preis zu kaufen. Da müssten wir auch gar nichts mehr eingeben, wie wir das bei den anderen hier oben machen müssen. Aber es ist halt wie gesagt nur für Stationen. Das ist dann ganz praktisch, zum Beispiel ein Schiff einzustellen, das die Ware zum besten Preis kauft und ein anderes, das die produzierte Ware zum besten Preis wieder verkauft. Und dann kann man die Station eigentlich vollkommen ignorieren, die läuft dann auch Tag.
Also sofern man nur eine Ware braucht, um die andere Ware herzustellen. Sonst braucht man halt zwei oder drei Schiffe, die Sache ankaufen. Zum Beispiel eins kauft Energiezellen an, eins kauft das Fleisch an, das andere Erz und das verkauft dann die Ware, die am Ende rauskommt. Von wem werden wir denn gescannt, Computer? Von irgendjemandem, der kein Polizist ist. Es gibt sowas wie Sektorkontrollen. Die fliegen dann durch die Gegend und scannen Schiffe nach illegalen Waren. Ihr Schiff wurde gescannt. Ah. Wir haben keine auffälligen Güter gefunden. Sie können weiterfliegen. Aber normalerweise melden die sich, wollte ich gerade sagen. Es war nur komisch, dass es so verzögert ist. Aber na gut. Also, wir wollen jetzt unseren Sektorhändler starten. Kommandokonsole, Handel, starte Sektorhändler. Und wir wählen jetzt hier oben Energiezirkulum aus. Hätte eine höhere Stufe, würde jetzt noch ein extra Fenster auftauchen, wenn wir gleich raufklicken. Kommando akzeptiert. Kam aber nicht, weil nur Stufe 1 ist. So, jetzt gehe ich mal zurück. Und jetzt sehen wir hier Merkur Superfrachter Sektorhändler. Er ist Heimat des Lichts und sein Befehl ist starte Sektorhandel. Wir müssen aber noch ein, zwei Sachen einstellen, damit er ein wenig flinker auf den Füßen ist. Jedenfalls für später. Also gehen wir auf Kommandos, Kommandokonsole. Und scrollen hier runter in den Wust aus Befehlen, die wir bisher nicht angeguckt haben. Hier ist nämlich eine Option für erweiterte Sprungantriebskonfigurationen. Da wählen wir bei Autosprung Ja. Dadurch benutzt er den Sprungantrieb erst. Und er soll mitgeführte Treibstoffreserven in Sprüngen. Das heißt, hier können wir eingeben, wie viel Energiezellen er immer auf Vorrat haben soll, um springen zu können. Da gebe ich jetzt mal... Das ist ein Superfrachter, der kann sehr viel transportieren, also sagen wir mal 50. Pro Sprung wird er, also pro Sektorsprung braucht er ungefähr 10. Das heißt, er hat immer 500 Energiezellen auf Vorrat. Minimale Sprungweite für Autosprung. Hier könnte man jetzt sagen, dass er nur springen soll, wenn der Zielsektor mindestens 2-3 Sektoren entfernt ist. Aber das macht für mich nicht wirklich viel Sinn. Denn selbst wenn es nur im nächsten Sektor ist, spart es immer noch tierisch viel Zeit. Und ein Sprung kostet nur 10 Energiezellen, also 120 bis 140 Credits, was echt ein Lacher ist. Also ja, das lässt man am besten einfach auf 1. Hier unten haben wir auch noch Einstellungen, die Freund-Feind-Erkennung zum Beispiel. Aber die sollte man auch auf jeden Fall genauso lassen, wie sie ist. Wenn man jetzt später ein riesiges Imperium hat und zum Spaß versucht, eine andere Rasse auszulöschen, könnte man hier, und ja, sowas macht man später, wenn man Langeweile hat, könnte man hier einstellen, dass die Feinde sind und dass man sich von denen fernhalten soll. Aber das brauchen wir auch nicht. So, wir könnten hier noch einstellen, dass er in der Besitztümerliste, also er, nicht auftaucht. Aber das ist noch nicht so wichtig. Momentan ist es ja noch recht übersichtlich. Benachrichtigung, wenn Auftrag ausgeführt wird, brauchen wir bei ihm nicht mehr. Der macht jetzt ja alles selbstständig. Und wenn mal ein Fehler auftauchen sollte, meldet er sich so oder so. Formation ist nur für Kampfflieger wichtig, Raketenabschusshäufigkeit genauso. Und bei der Heimatbasis könnten wir jetzt, wie vorhin erwähnt, ihm einer Station zuordnen. Aber er ist ja ein freier Händler, er braucht das gar nicht. So, was haben wir noch? Zusätzliche Schiffskommandos, da klicke ich mal drauf. Haben wir aber leider keine zur Möglichkeit. Eigentlich hätten wir da unsere Abschussvorrichtung für die Raketen installieren können. Aber da fehlt wohl irgendein Software-Update, das müssen wir später machen. So, das war es jetzt erstmal. Nur hat er jetzt leider keine Energiezellen an Bord, das heißt, er wird ganz manuell dahin fliegen. Das ist nicht gut. Gibt es hier irgendwo ein Sonnenkraftwerk? Ja, gibt es. Dann brechen wir ihn doch mal ganz kurz ab. Kommando abbrechen. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docke an, Heimat des Lichts. Achso, das war der falsche Sektor. Mist. Gibst du einen Argon Prime ein? Nein. Herons Nebel? Nein. Ja, also, aber. Na gut, dann flieg halt zum Erzgürtel zu der Station da hinten. Auch wenn wir so nicht wirklich viel Zeit sparen. Aber ja, er fliegt jetzt dahin und müsste dann eigentlich selbstständig diese 500 Energiezellen kaufen. Aber das überprüfen wir dann gleich. So, was haben wir noch zu tun? Unser Erztransporter hat keine Fracht mehr. Also kauf doch bitte zum besten Preis Erz. Nein, nein, keine Energiezellen. Nochmal. Kaufe zum besten Preis. Da oben. Erzmine. Erz. Kommando akzeptiert. Wir werden gescannt. Wir werden schon wieder gescannt. Ja, wir sind in einem Kernsektor. Da passiert sowas häufiger.
Also wenn man sich später irgendwann mal als Pirat verdingen will oder gleich als Pirat anfängt, sollte man sich von den Hauptsektoren echt fernhalten. Da wird man so viel gescannt und hat absolut keine Chance, irgendwas zu kapern, weil überall Kampfschiffe rumfliegen. Ja. Ihr Schiff wurde gescannt. Wir haben keine auffälligen Güter gefunden. Sie können weiterfliegen. Das ist aber nett. Na gut, wir docken erstmal kurz hier an, damit ich zwischenzeitlich ordentlich abspeichern kann. Und oh, ich hasse den Autopiloten. Oh. Weil er genau sowas macht. Da kriege ich immer das kalte Schwitzen, vor allem wenn ich lange nicht abgespeichert habe und mit einem richtig teuren Schiff unterwegs bin. Aber ja, es ist ja nochmal gut gegangen. Oh, Sinza ist immer noch auf 1000. Das muss ich auch gleich ändern. Ich habe ja in der Zwischenzeit recht viel Off-Camera gespielt. Da habe ich dann dementsprechend keine Probleme mit dem Leck. Spiel, Sinza-Faktor. Na gut, machen wir mal auf 8. Das ging ja eben gerade noch einigermaßen. Also, abbrechen. Speichern. Nein. Speichern den da. Und wir sehen uns gleich wieder.